Servus Abander und willkommen zurück zu einer weiteren Folge in unserem Let's Play Together. Hallo Struppi. Moin Marvin, hi, es geht. Unser Let's Play hoffentlich. Und auch Geil. hallo Günnar. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und Salam Und damit geht's auch schon wieder weiter. Sehr schön. Ich habe gerade das Warte mal, bevor die meine Hauptstadt belagern, möchte ich gerne, ja, doch. Möchte ich gerne auf jeden Fall noch. Ach, scheiße, ja, komm, ach. Ja. Ist billiger Krieg zu. Ja, ihr habt ja recht. Ja. Ich habe gerade Ist nämlich was momentan billiger für mich Wundervolles Krieg zu gesehen. führen. Etwas sehr Wundervolles habe ich gesehen. Boah, der ist bei 49% bei meiner Hauptstadt, Ich Alter! führe mal weiter. Ich glaube, ich führe. Moskau wird so locker meine Hauptstadt wegbumsen. Das gibt's doch nicht, ey. Vielleicht solltest du deine Hauptstadt verteidigen. Ja, ich bin dabei. Ich laufe ja schon gerade rüber, aber meine Truppen brauchen halt 100 Jahre. Ich meine, es ist auch nur eine Level-1-Festung, die hält halt nicht Ja, viel. ich weiß, aber ich bin doch nur Horde, Mensch. Komm, ey, Junge, gib Gas. Jetzt komm, wie du noch nie gekommen bist. Really? Oh, lol. Okay, ich beschwere mich nie wieder. Ich habe gerade bei 64% nochmal hier alles durchgehalten. Marvin, hast du dir das aufgeschrieben? Günther beschwert sich nie wieder. Ich gebe ihm 12 Minuten. Ich finde das ziemlich nett von mir. Ja, das ist noch ziemlich optimistisch. Ja, was ich gerade eigentlich sagen wollte, ich werde jetzt mal eben Krieg gegen Venedig erklären. Hab Spaß. Ja, danke, werde ich hoffentlich haben. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, ist ihre Flotte im Eimer und Genua hat auch keine ordentliche Flotte mehr. Wunderbar. Ich werde es so bereuen. So gegen venezianische Flotten kämpfen ist immer besonderer Spaß. Ja, läuft gut. Was nehmen wir denn hier für schöne Ideen? Die würden das fast machen, ne? Also ich meine, das kann man ja vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ach, der hat ja schon wieder Pause gemacht. Macht der mich fertig, der Kerl. Also, nicht ernst gemeint natürlich, ne? Nicht, dass man mich hier falsch versteht. Ich meine es nicht vollkommen ernst, aber es ist gerade schon ein bisschen anstrengend. Das ist so blöd. Kannst du denn keinen Frieden schließen mit denen? Doch, aber ich muss ja schauen, dass ich jetzt schon das Wichtigste für mich raushole. Also, ja, das ist halt, sorry, das ist echt nicht so easy. Ach Ich Mann. brauche hier von denen. Ich brauche im Prinzip ja nur Kasan. Brauche im Prinzip ja nur Kasan. Trotzdem würde ich natürlich hier gerne noch eine Provinz an Kasimov abdrücken, ne? Okay, ne, komm, wir versuchen. Leute, wir versuchen. Leute, wir schaffen das jetzt. Okay. Hauen einmal die Kriegsmüdigkeit runter und wir wickeln die jetzt, so wie die noch nie in ihrem Leben gewickelt worden sind. Auch wenn es das Spiel versucht, mit Pop-ups an unserem Erfolg zu hindern. Aber gleich wird sich hier der Drachenwurm wieder in Bewegung setzen. Der Drachenwurm. Geil. So, Jangos. Das klingt so, als hätte irgendwie Günther gerade eine seiner Gute-Nacht-Geschichten rausgesucht. Was? Nein. Belagerung an der Küste dauert einfach viel zu lange. Wie machst du gerade platt? Benin und Oh. Mossi.
Dankt ja auch, wenn wir hier die Schlachten gewinnen, auch wenn wir Scheiße würfeln. Oh, ich krieg einen Call for Pizza. Who you gonna call? Die holen wir uns noch. Läuft jetzt auch, das läuft jetzt auch. So, ich habe gehört, ich soll Modena jetzt auch annektieren, denn ich habe ja gehört, dass mit italienischen Provinzen, die man so annektiert, nie was schief geht. Du, Luca war ja nicht das Problem. Doch, Luca war damals das Problem tatsächlich. Nee, das war nach Bosnien vasalisiert, das war dein Problem. Kommt drauf an, ja, aber trotzdem war Luca halt einfach zu viel. Ich hätte Bosnien, ich wollte ja eigentlich nur Bosnien annektieren und habe mir gedacht, oh, jetzt nimmst du nebenbei noch Luca. Also, beides war halt blöd. In Kombination miteinander. Aber hey, dafür mache ich jetzt Venedig platt. Das ist meine Rache. Hm. Mal so ein bisschen also, hinter meinen. Ich würde Venedig platt machen, könnte ich spielen. Schon. Jaroslawl, ja, das ist so eine Region, ne? Naja. Ja, das läuft aber hier, glaube ich. Komm. Voila. Voila. Ich werde so einen fetten Nachfolgekrieg bekommen. Geil. Venezianische Stadtstaaten ausplündern. Ja. Ich brauche 11 Regimenter, um Rhodos zu belagern. Das ist auch ein schlechter Scherz. Horde-Unit, ne? Also ich kriege keine Hordeneinheit hier bei dem Dingen da, ne? Hm. Bei dem Dingen da. Genau, das ist eine Hauptnickes. Ne? Ja. Spaß, ne? Oh, die Pest ist ausgelaufen bei uns. Das klingt irgendwie ausgelaufen, falsch. Vor allem. Das klingt irgendwie falsch. Die Pest läuft aus. Prozent Aufschlag kriegen wir 4 durch die Kriegsmöglichkeit, aber das ist, glaube ich, vertretbar. Optionsbekämpfen weg, wir sind ja sonst pleite innerhalb von 2. Saratov. So, ja, bei Kasan, ich weiß nicht. Warte mal. Ja, keine Ahnung. Das Zeitalter der Reformation. Ja. Ah. Link beginnt direkt ein goldenes Zeitalter. Lel. Ach, die kannst du sehen. Frage ist, ich denke, ich stelle jetzt nochmal Punkte rein. 724 Diplo. Wie teuer ist denn so eine Tech? Ich habe nicht ein einziges Ziel erfüllt. Ich habe ein Ziel erfüllt. Und ein zweites. 25er Mann, das ist ein Viertel. Ich bin gerade dabei, religiöse Ideen freizuschalten. Wobei ich überlege, vielleicht soll ich noch eine zweite Idee, militärische Ideengruppe nehmen. Was meint ihr? Hast du schon eine dritte Idee? Hm. Punktehure. Ich habe Quantität voll. Jetzt bräuchte ich noch habe ich ja die Überlegung, was ich noch nehme. Vielleicht Qualität, Quanti und Quali. Oder Aristokratie.
keiner sagt etwas. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Was willst du jetzt nehmen? Nimm Verwaltungsideen. Ja? Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Oder Seemachtideen für krassere Galeeren. Das ist auch eine Möglichkeit. Und ja, die Ampel verliert einen Krieg. Das macht Aragorn da. Sie führen einen Krieg gegen Polen und Litauen. Polnische Eroberung von Kohlberg. Und sie sind im Krieg gegen Venedig. Mhm, ich auch übrigens. Ich nehme an, es ist nicht dasselbe. Nee. Es ist ganz praktisch, dass Venedig gerade da unten beschäftigt ist. Jetzt kann ich sie nämlich ganz gepflegt auseinandernehmen. Und Aragorn hat ihre Flotte vernichtet. Ich natürlich. Ganz allein. Klar. Ach, das ist meine Pause. Entschuldigung. Ja, macht nichts. Oh Gott, ich wundere mich gerade, wie lange du schon wieder brauchst, Günner. Das ist normal bei mir, ne? Ja, typisch, Günner. So ist es halt. Kennst du das ja. Schubi. Mavi. Du hast 400 Dukaten für mich. 400 habe ich leider nicht, nein. Ich brauche, Moment, wie viel brauche ich überhaupt? 504, ich bräuchte 200. Sehr schön. Also 100, danke. 100 habe ich dir gerade schon mal gegeben. Soll ich dir nochmal 100 geben? Nee. Okay. Ich warte ja nur auf meine Institution. Ah, dafür könnte ich dir auch nochmal Geld geben, wenn du möchtest. Da bin ich ja sowieso weiter als du. Ja, komm, ich breitet sich einfach nicht zu mir aus. Das ist voll gemein. Immer noch nicht. Doch, Luca bekommt sie gerade. Haha. Luca hat sie fast. Ja, das ist meine Frage momentan, ob ich die, ob ich da irgendwas unternehmen soll bei der Institutionenförderung. Da riskieren wir ein bisschen was. Natürlich geil gewesen, halt hier vorher noch die Punkte drin zu haben. Ich würde halt so, wenn ich jetzt. Ah, nee, es ist eigentlich. Ich verbrenne einfach 600 Machtpunkte, wenn ich nicht auf die Institution warte. Kurze Frage mal. Ich habe sehr viele Militärpunkte. Würde es sich lohnen, Quali und Quanti zusammen zu machen, oder ist es nicht mehr so gut? Ich sprich nicht direkt was dagegen, wenn du beide Boni haben willst. Oder vielleicht defensiv wieder. Defensiv war ja auch früher sehr gut. Ist es immer noch gut? Defensiv hat immer noch den Moralbonus, halt vor allem, der recht stark ist. Und was ich persönlich immer mag, ist der Dingsbonus am Ende, den Zermürbungsbonus, weil ich hasse Zermürbung. Dito. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich defensiv immer recht gern nehme, ehrlich gesagt. Ich glaube nämlich, ich nehme defensiv. Moment. Wer stirbt? Alle Zuschauer werden mich hassen. Shadow Struppi stirbt. Nein. Aber es kann nicht sein, es heißt hier Jagdunfall, aber es steht sein Körper und er ist ja ein Mädchen. Fuck. Also kann es ja nicht er sein. Was, wenn du einen Sohn geboren hast, der in Wirklichkeit... Oh mein Gott. Jetzt bin ich schon froh, dass mein Erbe nur 2 schlechter ist als eure beiden Erben, die ja beide übrigens 13 Punkte haben im Gesamten. Ich habe übrigens inkompetente Diplomaten. Wie geht denn das? Ich bin mal gespannt, was mein nächster Erbe kann. Oh Gott, ich werde wieder im Regentschaftsrat sein. Ich sehe es kommen. Ich meine, oh. Das hast du schön gesagt, Strubi. Das ist sehr, sehr schön gesagt. Ich habe eine Mission sehr leichtsinnig genommen. Ich habe die Mission genommen, kolonisiert Kapküste. Oh, genial, Kapküste will man immer haben. Mir war vorher nicht klar, dass ich die Kapküste nicht sehen kann. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, wenn ich die Mission kriege, dann kann ich die Küste auch sehen, aber es war naiv. Aber du hast doch Entdecker-Ideen. Ja, aber ich kann auch nicht runterfahren. Ich brauche da unten eine Küste. Zum Beispiel sagt Helena kolonialisieren. Aber kolonialisieren ist viel zu langsam. 72 Siedler im Jahr brauchen wir viel, viel mehr.
Frankreich zahlt die Schulden von allen, die klingeln. Klingeln? Ich bekomme die Benachrichtigungen gar nicht dafür. Ach so. Dem Aragorn und Dithmarschen bezahlt. Sollen sie mal bitte Günnar bezahlen, das wäre sehr schön. Wie auch immer, das kleine Dithmarschen Schulden von... Oh, wow, schaut euch Dithmarschen an, die haben sich Hamburg geschnappt. Oh, ordentlich. Warte mal ganz kurz, wieso bekomme ich selber... Die Bauernrepublik siegt. Oh, das ist ja schön. Wisst ihr was? Oh, cool. Naxos und Korfu wurden gerade mit einem separaten Frieden entlassen. Strubi, was pausierst du? Oh, Entschuldigung, ich habe vergessen, dass ich nicht Push to Talk anhatte. Ja, ich mache gerade Frieden. Aber eigentlich kann ich da auch weiterlaufen lassen. Korfu und Naxos wurden gerade in einem separaten Friedensangebot von Venedig entlassen. Cool. Und deswegen haben sie mir gerade eigene Angebote geschickt. Hä? Sag mal, ist es neu, dass die bei dem Influencer-Event man mittlerweile auch Admin macht für die Quarantäne zahlen muss? Musste man das vorher nicht andersrum machen? Mhm. Sicher? Okay. Ziemlich. Ich beachte das Quarantäne-Event nicht so genau. Wenn ich ganz gut drauf bin, dann schaue ich, ob im Provinz ist, wo ich es nicht ausbreiten kann. Und wird's die tabaristanischen Nationalisten in... Es ist so lieb von dir, vielen Dank. Ich habe nicht mal Ja gesagt, ne? Danke trotzdem. Ich habe nicht mal Ja gesagt. Ah, du bist der beste Struppi. Egal. Du bist sowieso der Hammer, ja. Hast du gerade zu Günther gesagt, dass er der beste Struppi ist? Nein, aber das war gerade einfach so. Ich hab nicht mal Ja gesagt und er sagt, du bist der Beste. So, als hätte ich wirklich sofort Ja gesagt. Ich hasse den Typen. Ich hasse ihn. Ist ihr früher, da habe ich zu ihm aufgesehen, dachte, er wäre ein cooler Typ. Dann habe ich dieses LPT angefangen. Oder diese LPTs. Um festzustellen, dass er doch nicht so cool ist? Oder was ist das jetzt? Genau. Aber sein Sohn, der ist ziemlich cool. Eigentlich mache ich das nur noch, um ab und zu mal Günnar Junior zu hören. Nur mal gerade noch eine andere Frage. Und zwar als... Ja. Ist Günner noch da? Warum? Ah. Nee. Oh, lel. Also Spannungskurven kann er. Ja, Jamaika produziert Baumwolle. Ach, fuck, ey. Also wenn ich mir jetzt Rhodos hole, dann kriege ich eine Koalition gegen mich. Aber ich will Rhodos haben. Oh, scheiße, gib mir Rhodos viel Geld. Was ist, wenn ich sie vasalisiere? Das ist eine kleinere Koalition. Mach mal ganz kurz Pause. Eine Sekunde, bitte. Ja. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, ich kann mit der Mission noch warten. Gut. Acht Darlehen momentan am Laufen, ey, das ist so unverschämt. Und ich habe jetzt noch nicht mal, ich habe gerade mal 17 Regimenter, ich habe jetzt noch nicht mal so eine Riesenarmee, ne? Mal gerade sagen. So, wer von euch braucht noch mal Geld? Ich. Immer. Gut. Danke. Ey, ich hab dem Johanniterorden. Oh, ich kann Verteidiger des Glaubens werden. Ja. Warte mal, so viel Geld hattest du noch? Du hast mich angelogen. Nein, ich hab ja gerade ein Darlehen aufgenommen. Ach so. Ich werde damit jetzt natürlich erstmal ein Darlehen zurückzahlen, ne? Ich hab dem Johanniterorden gerade eiskalt 600 Goldstücke abgeknöpft.
Das war schon leicht geil. Ich zahle damit jetzt erstmal ein teures Darlehen zurück in der Hoffnung. Wir können nicht ihre gesamten Schulden in Höhe von 2111,4 Dukaten begleichen. Habe ich nur so wenig? Well. Warum hast du so wenig Geld? Du führst doch dauernd Kriege. Ich? Ja. Ja, die Kriege sind teuer. Und ich habe auch ein ganz gewichtiger Punkt ist halt auch einfach, das Spiel hasst mich. Also, solltest du auch nicht vergessen. Gibt, glaube ich, niemanden, den das Spiel so hasst wie mich. Ich glaube, du verbrennst einfach nicht genügend Provinzen. Ja, das wahrscheinlich auch. Strubi, darf ich dich mal in den Krieg rufen, damit du mir hier die Krim und Theodoro blockierst? Geht klar, Zuckerschnute. Hopp. Und ich bräuchte jemanden. Ah, ne, lass mal die Tabarista. Obwohl, warte mal, die wollen wahrscheinlich nur bei mir, ne, wüten. Hä, warum sind denn die hier? Ach so, meine Truppen stehen ja immer noch in Tabaristan. Sag mir das doch mal. Ah! Deine Truppen stehen immer noch in Tabaristan. Danke, Gemarvin. Das hätte ich ohne dich überhaupt nicht mitbekommen. Puh, ein Glück. Hätte Marvin mir nicht Bescheid gegeben, hätte ich die da die ganze Zeit Verschleiße erleiden lassen. Oh, Schweden spioniert bei mir. Evil. Oh nein. Evil. Machst du mir noch die 16 tabaristanischen Nationalisten in Astrachan weg? Das wäre so cool. Ich kann deine Stimme langsam nicht mehr hören. Wieso denn das nicht? Das wäre so cool. Da bewegt man schon eine gewisse Unverfrorenheit. Was? Nein. Oh, guck mal, da sind noch 16, noch 11 in, Ja, ich hab's gerade gemerkt, die sind direkt hinter mir herausgekommen. Ja, zu deinem Glück habe ich ja ein sehr schnelles Mannstärke-Erholungsding. Vermögen? Richtig. Ich kann das Kolonismus fördern, wenn ich will. Ganz toll. Ach stimmt, ich wollte ja Asov haben. Luca hat jetzt Kolonialismus, aber ich bekomme ihn immer noch nicht in meinen Hauptstädten. Wieso nicht? Habe ich irgendwelche Sachen nicht erfüllt? Marvin? Was denn? Muss man irgendwelche Bedingungen erfüllt haben, um Kolonialismus zu bekommen? Also... Nö. Ah, jetzt bekommt... ach nee, das ist Kreta, das ist nicht meine Provinz. Guck mal, lauf mal bitte nach Sarai, mein Schmackofatz. Ey, warte mal ganz kurz. Wie jetzt jede einzelne Provinz außer meinen Provinzen das ganze Zeug bekommt. Ich dreh durch. Ja, und bin auf dem Weg. Top, danke. Brö. Der Name ist mittlerweile flächenmäßig größer als Moskau, just saying. Lol. Die haben den wesentlich größeren Schriftzug, stimmt zumindest. Mein Truppenlimit ist 53 und ich kann mir gerade mal 17 Regimenter so ach und krachmäßig leisten. Wie wäre es das Mamelukenreich? Okay, das können wir da Beziehungen.
Ich habe übrigens in Galici eine Revolte, wo ich Hilfe gebrauchen könnte. Ja, nee, da marschiere ich jetzt nicht hoch. Naja, versuch was werden. Marvin? Nö. Ich habe mir da was eingetreten. Kannst du mir mal ganz kurz helfen, das abzukratzen von meinen Fußsohlen? Das sind so ein paar Reitersoldaten, die ein bisschen zu viel von sich selbst halten. Übrigens, kleiner Funfact. Aufsichts bezahlen, dann gehen sie von alleine die weg. Die spanische Niederlande wird gerade von Utrecht belagert. Utrecht. Gott, finde ich mich, wieso finde ich mich lustig? Super. Parlament einberufen. Nur genau. Bitte, ich habe einen. Wahlen zu wenig. Ich will auch was dran ändern. Oh nein, mein General ist gestorben. Du Arsch. Du Arsch, wie kannst du es wagen zu sterben? Ja, ich habe jetzt gar keinen General mehr. Wow, 212. Nice. Heavy Awesome Super General. That's his name. He was only known as Awesome Super General. Müssen wir mal gerade gucken, ob die, Jetzt wird der Name von so einem ganz lauten Frauenchor wiederholt, während der Name in Wirbeln in den Vordergrund sich des Bildes hineinfliegt. So. Super Awesome General! Nee. Super! Gleich weiter bei mir. Ich muss nur kurz ein paar Dings loswerden, Militärpunkte. Bevor ich, weil ich am Maximum bin, schnell eine Provinz suchen, wo ich die hinstecken kann. Hinstecken. So, ich schau doch mal gleich meinen Krieg gegen hier die Osmanen. Genau, Osmanen. Ich schlag mich selbst. Kann ich nachvollziehen. Nee, würde ich auch oft schlagen. Oh, das ist so ein Hast du vor, gegen die Mamelucken zu kämpfen, oder was? Ja. Da warte noch bis. Also ruf mich bitte nicht in den Krieg oder so, weil ich bin gerade dabei, Beziehungen mit denen zu verbessern. Ich ruf dich nicht in den Krieg. Danke, danke. Also ich würde noch warten, bis deine Theodoro-Belagerung fertig ist, und dann ziehe ich meine Flotte nach Süden. Ach, es war so klar, dass es jetzt nicht klappen würde. Ja, das ist normal. War mit Ansage, ne? Ja, komm her, Bosnien. Herr Bosnien. Gieß dich mir an. Sei dabei. Ah, du kannst doch gerade die Schiffe von Theodoro plottmann. So. Ach, weil das ein Vasall ist, geht das gar nicht. Ah, gut zu wissen. Okay, da muss ich noch eine Sekunde warten, weil sonst sind nämlich meine Verbündeten wieder weg hier. Wieso bekomme ich diesen Kolonialismus nicht? Boah, nee, da sind schon wieder. Jetzt kommen die ganzen nationalistischen Revolten-Bongos da über die Timis zu mir. Die kommen zu dir? Ah, laufen zu mir gerade. Die haben gerade neben noch bei mir gestanden. Ich dachte, die kommen zu mir gleich rübergerannt. Ich habe aber leider gerade keine Truppen in der Nähe. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Seit 19 Minuten. Ja, okay, gut. Just asking. Nee, wir sind bei einer halben Stunde gerade fast. Ja. Also wir sollten langsam zum Ende kommen. Hat er das mitbekommen? Ja, ich habe das mitbekommen. Okay. Ich höre dir zu. Das ist selten, deswegen muss ich nochmal nachfragen. Das gibt es aber hin und wieder, ja. Meine Frau sagt das auch immer zu mir. So. Und da hast du zugehört, dass sie das gesagt hat? Oh, die nächste Revolte. Sie hat sie mal aufgeschrieben, ich glaube, das war der Trick dabei. Ist doch gut. Bleibst du in Übung und so. Ja. Juhu, mein neuer Thronfolger hat ganze 9 insgesamt. 252. I'm so happy now. I hope you're feeling happy now. Ich überlege mal, ob ich ihn wegschicken soll. Ah, what's the worst that can happen? Oh. Well.
Danke, Spiel. Ich hasse. Schafft eine Armee für unser Land. 75% Regimentsstärke. Warum denn auch nicht? Timuriden sind kein gültiger Rivale mehr für uns. Warum denn auch nicht? Also, okay. Ja. Timuriden sind richtig gut. Ach so, ich verstehe gerade. Scheiße. Ja, dann. Oh, Also ich bin gerade 2 Tech-Stufen über den Mamelucken und ich verliere trotzdem gegen sie. Wow. Respekt. Ja, einfach weil sie ein... Was haben sie für einen Anführer? Ach, 4-3. Okay. Ich bin beim 1-2. Wow. Und trotz goldenem Zeitalter. Okay, da stimmt gerade irgendwas nicht. Du hast ein goldenes Zeitalter? Ja, seit dem Koalitionskrieg. Das gilt noch? Ja, 50 Jahre. Und da ein Beginner die ganze Zeit Pause macht, kommen wir nicht weit. Jetzt halt die Klappe und diss mich. Sehe ich das eigentlich, dass du ein goldenes Zeitalter hast? Woran kann ich sehen, wer ein goldenes Zeitalter hat? Ich wollte ja eigentlich nur mal um. Ach, macht doch, was ihr wollt. Ja gut, wollen wir dann die Folge langsam beenden? Wir können nur bis 16:30 aufnehmen von meiner Seite, deswegen würde ich sagen, lass uns doch gerade hier zumindest da diesen Friedensvertrag kriegen. Die Goldküste produziert Schiffsbedarf, welch eine Enttäuschung. Das ist ein bisschen traurig. Naja, solange ich Gold am Cup kriege, ist alles in Ordnung. Burn. Wahrscheinlich kriege ich nicht mal das Cup. Heute, ne? Aber ich glaube, den Scheiß hier burn ich auch. Bernie Sanders. Würde mir was bringen, obwohl, Moment, ist die Krim so ein wichtiger Handelsposten? Nicht, ne? Nein. Kaffa ist es. Kaffa ist es, ne? Da 10 an. Burn it to the ground. Burn it to the ground. War endlich mal ein Krieg, der so gut wie gar kein Kriegs... gebracht hat, ne? So hier, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ehrlich gesagt nicht. Natürlich, Günner. Wir wissen immer, was du meinst. Ja, das ist doch schön. Okay, gut. So, lass uns noch 2-3 Minuten aufnehmen, da freuen sich die Zuschauer. Ist okay. Ich hoffe, will mich heiraten. Wahrscheinlich. Ich hier die gerade, warum will ich die heilen? Wirtschaftsideen gewählt. Heiraten, Wirtschaftsideen gewählt. Wo zum Teufel ist die mamelukische Armee hin? Die habe ich gerade vernichtet. Das wäre mir neu. Ich habe übrigens gerade einen aktuellen ziemlich genialen Herrscher mit 5-4-5 hat er gute Fähigkeiten. Ich habe produzierte Güter Inland plus 10%, Autonomie minus 0,05 monatlich und plus 5% Moral. Das sind mal 3 richtig geile Eigenschaften. Ich zähle gerade im Kopf so ein bis 3 runter, dass sein Herrscher gleich stirbt. Das sowieso. Es war gerade perfekt eigentlich. Es hätte komödiantisch hätte es nicht besser sein können. Dann habe ich meinen 15 Jahre Regentschaftsrat, weil ich gerade keinen Nachfolger habe. Exactly. Thronfolgekrieg zwischen Osmanisches Reich und Blaue Horde, als das noch möglich war. Das wäre jetzt der Hammer. Oh, was
Ah, ich muss diesen. Qualität, mehr Missionarsstärke, mehr Prestige und weniger Unruhe. Alles geil. Alles so mit. Ja, wir wollen gerne Kasimov. Ja, das war's mit den Timos, würde ich sagen. Das ist ein schöner Chorasan. Mhm. Die Goldene Orde hat auch so ein paar, Blaue Orde hat auch so ein paar Rebellen. Und die, oh Gott, sind deine Grenzen hässlich, Gönner. Das kann man so sagen, ja. Ich versuche hier auch so gerade ein bisschen zu min-maxen, wenn ich nämlich, glaube ich, nach Tumen gekommen bin, das wird momentan noch von Sibir gehalten, dann habe ich es, glaube ich, tatsächlich geschafft. Du brauchst Tumen, um Moskau, um russisch zu werden? Nee, um die Horde zu reformieren. Kübschak, Tumen und Mansur brauche ich noch. Das ist nicht mehr viel. Ist das neu? Meinst du das? Also ich wusste nicht, dass man Provinzen braucht, tatsächlich. Ja, ja, da, also um die. Nee, nein, ich will ja aus der blauen Horde die goldene Horde machen. Das okay. Ja, sorry, das war missverständlich ausgedrückt, genau. Und das möchte ich gerne noch machen. Und dafür brauche ich noch ein paar Provinzen. Also musst du dich durch Perm fressen. Ich muss, ja, oder zumindest nochmal so an Nogai dran vorbei. Weil ursprünglich war das mal so, dass, dass Kasachstan, eigentlich hatten die denen den Krieg erklärt, ne? Also die hatten eigentlich Nogai den Krieg erklärt. Mhm. Und hatten auch irgendwie alles schon, oder das meiste schon besetzt. Und dann haben die irgendwie ganz viele Provinzen wieder abgetreten. Und Perm hat ganz, ganz viel bekommen. Und ich hoffe halt drauf, dass Kasachstan jetzt endlich mal diese scheiß zwei Provinzen hier frisst in dem dämlichen Krieg, den die da führen. Die haben irgendwie auch nur minus 20, die haben irgendwie nur 20 Kriegsstand. Was ist das denn hier nochmal? Ja, weil die Eroberung von Altin, ja, werden die, sie, also das halten die schon seit Ewigkeiten, glaube ich. Ja, die Timos sind halt noch mit im Krieg. Und die ja, müssen und sie gerade zerfallen. Die Timos an, die sind doch im Arsch, ne? Also, dass, ja. die, dass der die nicht einfach mit einem White Piece rauskloppen kann, das weiß ich jetzt auch nicht. Naja, wie dem auch sei. Also, ne, wenn der die dann kriegt, dann hole ich mir Torkara, Bagalani, Aksaray und Irtesh. Oder zumindest nur Aksaray. Und dann bin ich ja schon wieder ganz oben. Und dann kann ich mir Tumen holen. Und dann kann ich die Goldene Horde machen. Und dann kriege ich ganz viele neue Core-Ansprüche. Und dann endlich werde ich nicht mehr so komplett hier im Orkus versinken. In einer riesigen, in ein Leben in einer tiefen, dunstigen Fäkalienwolke führen müssen. Oder einer Fäkaliengrube führen müssen, die sich nur dadurch ja hin und wieder senkt, dass du mir da so ein bisschen Gold zusteckst. Ne? Also das ist schon ekelhaft momentan. Überhaupt groß macht? Bist du. Oh ja, Tatsache, 100 Machtpositionen habe ich schon irgendwie. Ah, du bist hinter mich gefallen. Ja, du bist mittlerweile hinter Marokko tatsächlich. Mhm. Ja, ja, das liegt an den ganzen Schulden. Ich sahne da. Möglich. Das könnte auf jeden Fall. Ja, Mario, vielleicht hole ich mir in diesem Krieg ja mal Benghazi oder sowas. Dann habe ich eine Grenze und kann meine ganzen Truppen bei dir reinstellen. Und dann können wir mal Tunesien und Lempen und diesen ganzen Kram platt machen. Vielleicht hole ich mir auch Benghazi. No. Oh, okay. So wollen wir das also spielen hier, ja? Verstehe. Dann komm her. Bündnis mit Marokko? Noch nicht. Ja, okay, gut. Okay. Leute, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zugucken und verabschiede mich jetzt und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Selam Aleikum. Ciao. Servus. Ciao.